Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal und für alle, die heute das erste Mal eingeschaltet haben, mein Name ist Siegfried Eichhorn und meine Videos drehen sich rund um das Thema Fotografie und Film. Aber dieses Video ist anders, denn ich möchte euch was von meiner zweitgrößten Leidenschaft neben der Fotografie und der Filmerei erzählen. Ich war nämlich früher professioneller Skateboardfahrer, das heißt, ich bin wirklich viel auf Wettbewerben unterwegs gewesen. Ich konnte Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mitfahren. Mit meinem Sponsor Puma wirklich die Welt bereisen mit diesem Skateboard. Also ich habe es echt genossen und ja, seitdem ich 16 bin oder 14 bin, sowas, stehe ich eigentlich auf dem Skateboard und bin dem Boardsport schon immer treu geblieben. Ja, aber auch ich bin älter geworden und wollte irgendwann mal keine Wettbewerbe mehr fahren und habe mir einfach nur noch so ein Cruising-Board zusammengestellt, das heißt ein normales Skateboard mit sehr großen und sehr weichen Rollen, um damit in der Stadt kurze Wege zurückzulegen, wenn man mal am Sonntag früh zum Bäcker fahren will oder so. Also altersangepasstes Skateboard fahren. Und in der letzten Zeit haben immer mehr Hersteller Elektroskateboards auf den Markt gebracht. Und so konnte auch ich nicht widerstehen und habe mir so ein Elektroskateboard vor 1,5 Jahren circa gekauft und habe schon relativ oft in Verwendung gehabt. Also die Dinger sind echt krass und nicht ganz ungefährlich. Die sind verdammt schnell und man gibt einfach Gas mit einer Bluetooth-Fernbedienung. Damit steuert man diesen Motor, der wirklich das Board antreibt und damit kommt man auch gute 16, 17 Kilometer weit. Wahnsinnsteil. Ich habe da auch ein Video dazu gemacht, das könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich habe es oben in der Ecke verlinkt. Aber seit kurzem gibt es ein Board, was alles andere, was ich bisher gefahren habe, komplett in den Schatten stellt. Es ist ein Wahnsinnsteil und so sieht es aus. Ja, das Teil heißt One Wheel Pint, gibt es wirklich seit kurzem erst in Deutschland zu kaufen. Also das Fahrgefühl für ein Brett ist wirklich einzigartig. Vielleicht ist es ein kleines bisschen vergleichbar mit dem Powdern im Tiefschnee, wenn man auf dem Snowboard unterwegs ist. Das Board ist so leicht zu fahren, dass ich der Meinung bin, das kann man in jedem Alter fahren, ab 12 Jahren vielleicht aufwärts. Ich bin jetzt 43 und habe ein paar Minuten gebraucht, um mit dem Ding klarzukommen und drauf sicher stehen zu können und zu bremsen, wann ich das auch möchte. Es ist nicht besonders schnell, es fährt knapp über 20 km/h, aber dieses Fahrgefühl, ja, dieses Carving ist einfach unbeschreiblich. Das muss man einfach mal ausprobieren, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Das Ding ist nicht ganz leicht, es wiegt ca. 10 Kilo, ist so 70 cm lang und braucht 2 Stunden, um voll aufgeladen zu sein. Ich komme damit 13 Kilometer weit und ich nehme euch jetzt mal mit nach draußen, damit ihr seht, wie geil so ein Teil eigentlich ist. Heute bei richtig gutem Wetter bin ich in Coburg und werde hoch zur Feste Coburg mit dem One-Wheel fahren. Das sind so von hier aus ca. 2 Kilometer. Es geht steil bergauf. Ich will einfach mal testen, ob das One-Wheel das packt. Und dabei werde ich auf Schotter fahren, auf Asphalt fahren, vielleicht auch mal über Wiese. Ihr dürft gespannt sein, wie sich es beim Fahren wirklich so macht. Sobald ihr das Board anschaltet, mache ich jetzt mal, wird dieses Board und die Software in dem Rad aktiviert. Und es gibt hier 2 Platten, hinterer Fuß, vorderer Fuß.
Und in diesen Platten sind Sensoren verbaut. Das Board merkt dann wirklich automatisch, wenn ich meinen Fuß hinten drauf stelle und den vorderen Fuß auf die Platten, auf die Sensoren, balanciert das Board es dann automatisch aus und regelt dann auch wirklich die Balance von dem Board. Also es gehört nicht viel dazu, mit dem Ding zu fahren. Um Gas zu geben, lehnt man sich dann ein bisschen nach vorne. Um zu bremsen, einfach ein Stückel zurück. Und das war schon. Einfacher geht es kaum. Deswegen sage ich, One-Wheel fahren kann jeder. 15 Minuten braucht man vielleicht dafür, um sicher zu stehen. Ja, und was das One-Wheel nicht kann, ist Treppen runterfahren. Und dafür hat man diesen praktischen Handle, diesen Griff. Da kann man das Board einfach nehmen und damit zum Beispiel Treppen laufen oder das Ding mit in die U-Bahn nehmen oder in den Bus oder sonst wohin. Wiegt 10 Kilo. Man muss wissen, weit kann man damit nicht laufen, aber trotzdem ist es praktisch, das Ding tragen zu können. Und was sie ganz gut gemacht haben, ist hier wirklich gutes Grip-Tape aufgeklebt. Das ist fest, regenabweisend, würde ich fast sagen, weil ich bin gestern auch mal ein bisschen im Regen gefahren. Das hat dem Grip-Tape nichts geschadet. Das ist ein bisschen dreckig geworden, aber das macht gar nichts. Das Board verfügt auch über Licht. Wenn man jetzt nachts unterwegs ist, hat man hinten die Rücklichter und vorne die Vorderlichter. Was auch noch ganz praktisch ist, sieht man das? Hier gibt es eine Akkuanzeige. Mein Board ist jetzt voll geladen, damit komme ich jetzt 11 Kilometer weit. Und der Akkubalken sinkt dann natürlich, umso weiter man fährt. Ich habe jetzt gerade einen guten Freund, den Pippi Zipfel, getroffen und ich habe ja vorhin schon gesagt, das kann jeder fahren. Pippi Zipfel versucht jetzt das erste Mal mit dem One-Wheel zu fahren. Also, los geht's. Los. Legen wir's mal hin. Bin gespannt. Wir machen es mal an, warte kurz. Ne? Noch nicht drauf, ich will erst mal kurz das Bild checken. Okay. Hopp. Warte, erstmal so. Sicherheit stehen. So, muss erstmal nach vorne. Warte, langsam. Ja, jetzt geht's, langsam, jetzt. Langsam, ja, ja. Bremst mal. Ja, ja. Langsam. Es geht. Juhu. Langsam, aber dennoch. Achtung. Hä? Geht doch. Sehr schön. Jetzt kommt auch schon. Oh. Jetzt mal versuchen anzuhalten mit mir. Jetzt nach hinten lehnen. Ja, oh. Oh, schön. Schön. Echt. Echt gut. Wenn du fährst, geht's. Ja. Ja, wunderbar. Aber ist schon geil. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß.
das war jetzt das Video zu meinem Mornwheel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es für weitere Videos. Würde mich riesig freuen. Und jetzt sage ich Servus, euer Sigi.